Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mindy und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zu einem neuen Video von mir eingeschaltet habt. Was seht ihr vor mir? Ihr seht heute vor mir einen super kleinen Mini-Adventskalender, der keine Schokolade hat, kein Tee, kein sonst was, sondern einfach quasi kleine Aufgaben beinhaltet. Ich dachte mir, das ist irgendwie auch mal eine nette Idee und ich habe euch ja die letzten Jahre auch immer einen Adventskalender präsentiert und habe dieses Jahr gedacht so, nee, ich habe keine Ahnung für einen Adventskalender, aber trotzdem ist mir eine Idee gekommen und ich fand die eigentlich ganz witzig und habe gedacht, ich zeige euch das einfach mal. Nehmt's nicht allzu ernst, es ist ein lustiger Adventskalender, aber es ist so ein Adventskalender, der halt so ein bisschen auf die Weihnachtszeit einstimmen soll. Und ich finde es eigentlich ganz niedlich. Ich habe schon was vorbereitet, wie ihr seht. Und zwar habe ich schon einige der einzelnen Tage, habe ich schon fast alle vorbereitet. Aber ich würde euch gerne noch zeigen, wie ich die einzelnen Tage denn wirklich gestaltet habe. Verwendet habe ich immer das Designerpapier für die Rücklagen. Das Designerpapier, der Name ist weg. Ihr kennt mich, ihr wisst es doch. Adventsstädtchen, das habe ich als Grundlage verwendet. Und zwar als erstes habe ich genommen ein Stück Farbkarton, Flüsterweiß in den Maßen von 4,8 x 4,8. Das Designerpapier hat die Maße von 4,6 x 4,6 cm und das kleben wir einfach drauf. Ich zeige euch dann, wo das dann auch reinkommt. Aber das zeige ich euch erst am Ende. Lasst euch mal überraschen ein bisschen. So, das kleben wir hier drauf. Das ist dann quasi unsere Grundlage. Und auf die Rückseite habe ich jeweils einen kleinen Spruch draufgeschrieben, beziehungsweise eine Aufgabe. Heute ist der erste. Da steht einfach drauf, freu dich, du hast einen Adventskalender. Also das ist dann einfach so. Also eigentlich soll man da immer ein Foto davon machen, von wo ich jetzt die Inspiration her habe. Das kann man natürlich auch machen, dass man dann einfach immer ein Foto von dem macht, was man hier gerade als Aufgabe auch drauf hat. Dann hat man auch gleich noch so ein December Daily. Und wenn man sich dann noch ein Mini-Album dazu bastelt, dann hat man eine ganz tolle Erinnerung an die Weihnachtszeit. Dann habe ich hier von diesen kleinen Wellenkreisen einfach einen ausgestanzt. Ich nehme mal den, der ist schöner. Den klebe ich mir noch nicht auf, denn wir nehmen noch das Stempelset Geschwungene Weihnachten. Das geschwungene Weihnachten habe ich hierfür das verwendet, indem ich einmal die Schleife koloriert habe und ich habe noch die kleine Schneeflocke verwendet, um noch ein bisschen einen Hintergrund zu stempeln. Dazu nehme ich mir einfach Merlot-Rot. Ich weiß, eine Schneeflocke ist nicht Merlot-Rot, das ist mir schon klar, aber ich dachte, das passt hier einfach ganz gut. Und dann stempeln wir die einfach hier so auf. Das war's schon. Das Stempelset Geschwungene Weihnachten, das ist ja jetzt im November dann als Aktionsangebot erhältlich. Alle Infos dazu findet ihr auch auf meinem Blog. Dazu klickt ihr einfach unten in die Infobox und da habe ich euch alle Links verlinkt. Alle notwendigen Links zu meinem Blog habe ich euch verlinkt. So, also ein Wellenkreis in der, das ist unsere Spülmaschine, Entschuldigung, auch in Flüsterweiß ausgestanzt, den kleben wir jetzt einfach hier drauf. Dann die 1, die habe ich mir schwarz ausgestanzt aus dem Stempelset oder den Stanzformen, was es zu dem Stempelset Pattern Play gibt. Und da kleben wir das einfach mal drauf. Und ich habe es bewusst alles nicht mehrdimensional aufgeklebt, weil wir das dann quasi übereinander stapeln.
Und dann kleben wir noch die Schleife auf. Und dann ist Nummer 1 fertig. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Die Sprüche, die ich übrigens hinten alle draufgeschrieben habe, die findet ihr auch auf meinem Blogbeitrag. Falls ihr Lust habt, diesen Adventskalender so nachzumachen, würde ich sagen, sind die Sprüche auf meinem Blog alle zu finden. Einfach, damit ihr das für euch nehmen könnt. Aber ich jetzt hier im Video nicht alle Sprüche verrate. Also, wenn ihr die Sprüche wissen wollt, müsst ihr auf meinem Blog gucken. So, das zweite. Da nehmen wir uns wieder ein Stück Farbkarton in den Maßen von 4,8x4,8 und aus dem Designerpapier wieder 4,6x4,6. Das hier hat übrigens auch die Maße von 4,7x4,7 genommen. Also ich wollte immer so einen kleinen Hauch kleiner haben, na, damit das auf jeden Fall nicht übersteht. Ihr könnt es natürlich genau pingelig auf 4,8x4,8 machen und dann überkleben. Aber das wollte ich nicht. So, heute in der 6 stand, zünde ein Licht an und trinke einen Tee. So. Dann habe ich wieder den Wellenkreis aufgeklebt. Den habe ich auch überall verwendet. Ich habe quasi 4 verschiedene Muster und die dann quasi 6-mal verwendet. 4x6 ist 24, ne? Dann klebt man mal noch die Zahl auf. Und ich wollte halt wirklich auch irgendwie nur so einen kleinen süßen Adventskalender einfach, dass man sieht, hey, ich habe an dich gedacht. Du sollst auch eine kleine Freude haben. Und da hatte ich die Idee und dachte, das ist irgendwie voll niedlich. Macht ihr denn auch immer so December Daily, wo ihr jeden Tag die Erinnerungen in der Adventszeit festhaltet? Ich habe mir das ja auch immer mal vorgenommen, aber ich habe es noch nie wirklich geschafft. Dann kleben wir uns noch den Schneemann auf. Und dann ist Nummer 6 fertig. Ja, ist doch niedlich, oder? Der Schneemann, jetzt habe ich euch gar nicht erzählt, woher ich den Schneemann habe, aber ihr habt es garantiert schon erkannt. Und zwar ist der Schneemann aus dem Stempelset Frostige Grüße. Das ist ja übernommen worden und ich habe hier den kleinen ausgeschnitten. Die oben, die habe ich weggelassen, dafür habe ich die Sterne genommen. Und die Sterne habe ich mit der kleinen Itty-Bitty-Sternstanze ausgestanzt mit dem Designerpapier oder mit diesem Glitzerpapier im Babyblau. Ihr habt bestimmt irgendwo eine Sternstanze zu Hause. Das weiß ich. Weiß ich ganz genau. So, dann nehmen wir mal das nächste. Da habe ich hier die Nummer 11. Und auch hier wieder erstmal das Designerpapier aufkleben. Und ich mag die Farben halt ich mag dieses Designerpapier sehr. Also manchmal gibt es so Weihnachtspapier, was so gar nicht meins ist. Genau, heute ist die Aufgabe ein bisschen schwieriger. Mach eine Liste Weihnachtstraditionen früher gegen Weihnachtstraditionen heute. Da muss man sich schon vielleicht mal ein paar Gedanken machen. Und dann nehmen wir wieder unseren Wellenkreis. Den habe ich hier so etwas mittiger geklebt. Und dann habe ich hier die Bäumchen. Dieses Bäumchen ist aus dem Stempel, oder beide Bäumchen sind aus dem Stempelset Coming Home. Einmal der kleine und einmal der große. Den hier habe ich gestempelt auf das Designerpapier Klassische Weihnachten. Das gibt es ja jetzt auch im Set mit in dieser Aktion ab November und habe hier dieses Grüne verwendet. Ich finde das auch ein sehr, sehr schönes, kleines Designerpapier. Sehr weihnachtlich, aber nicht nur.
Also ihr habt ja zum Beispiel hier auch Punkte. Das könnt ihr auch andersweitig verwenden. Das muss nicht weihnachtlich verwendet werden. Dann habt ihr hier Karos. Hier habt ihr Savanne, Saharasand. Saharasand. Das ist, wenn ihr nicht die Weihnachtsbäume nehmt, könnt ihr das auch sehr anderweitig verwenden. Also ein tolles, vielseitiges 6x6 Designerpapier. Dann ist es hier die 11. Die kleben wir jetzt auch einmal auf. Das macht ein bisschen Arbeit. Also die Zahlen alle aufzukleben, so einen Adventskalender selber zu machen, finde ich, macht immer schon ein bisschen Arbeit. Und aber wenn man es macht, macht man es ja auch gerne. Dann haben wir jetzt also hier den 11. Dann habe ich den Tannenbaum aufgeklebt. So. Ach so, und den Stamm von dem Tannenbaum, den habe ich einfach mit dem Stampin' Blend in dunkel Wildleder dann noch übermalt. Und den kleinen hier habe ich mit auch den Stamm mit Wildleder gemacht und den Baumstamm, die Tanne habe ich dann nur so ein bisschen ankoloriert, ne? So, dann haben wir auch die 11 fertig. 10, 11. Und dann machen wir noch das letzte. Da seht ihr dann quasi alle vier Muster einmal vorher gestaltet. So. Hier müsst ihr aufpassen. Da habe ich mich für die Bäumchen nämlich entschieden, dass ihr auch dann die Rückseite den Spruch richtig rum draufklebt. Also die Bäumchen so. Also der Spruch muss mich jetzt ankommen. Trinke wenigstens einen Glühwein. Damit meine ich, also wenn es 2 oder 3 wären, ist das auch kein Problem. Aber einen solltest du wenigstens an diesem Tag trinken. Und je nachdem, wie die Lage sich entscheidet, trinkst du auch vielleicht 1 oder 2 Flaschen Glühwein. Ihr wisst, was ich meine. So. Dann setzen wir den da oben hin, kleben wieder die Zahlen drauf. Wartet mal. Mal hier die Klebereste abmachen. Dann klebt sich's besser wieder. Die 1 und die 6. Ich bin heute ein bisschen konzentriert, deswegen rede ich nicht so viel. Oder ich bin einfach noch nicht wach genug, um zu viel zu reden. Ich habe erst eine Tasse Kaffee, das heißt, es ist einfach noch zu früh. So. Und dann habe ich mir genommen aus dem Stempelset Weihnachtspost diesen, ich denke, Mistelzweig. Habe den auch dann mit der passenden Stanzform ausgestanzt. Ich finde dieses Set total schön. Also es ist sehr vielseitig. Ihr habt hier einen Tag-Anhänger, ihr habt hier diese Kreise, verschiedenen Kreise. Also ein sehr, sehr schönes Set. Und der Spruch hier und die Sprüche finde ich auch sehr gut. Also von daher, das ist ein tolles Set, was es jetzt im aktuellen Herbst-Winter-Katalog gibt oder Mini-Katalog, wie es ja jetzt heißt. Aber gefällt mir sehr gut. Und dann klebe ich das einfach so auf. Und das, was übersteht, mal zumachen hier, treffe das Loch. Das schneiden wir einfach mit der Schere ab. So, und dann ist auch Nummer 16 fertig. Und dann haben wir jedes Fach fertig. So, und dann schiebt ihr das zusammen. Und wichtig ist, dass die Reihenfolge stimmt, weil man nimmt immer von oben die erste Karte. So, und wo kommt die jetzt rein? Wir haben ja diese kleinen, coolen Acetatschachteln. Die sind wirklich nicht groß, aber ich finde, die sind einfach cool. Die habe ich jetzt hier auch einmal rundum beklebt mit dem Designerpapier, klassische Weihnachten, und habe ja dieses Grün genommen. Ich glaube, das ist Tannengrün.
Könnt ihr nochmal nachgucken. Es ist Tannengrün. Und da kommen die jetzt alle rein. Und wie gesagt, deswegen ist es wichtig, dass ihr die in der richtigen Reihenfolge habt, damit der Beschenkte oder die Beschenkte das halt immer von oben sich eine Karte rausnehmen kann. Die machen wir dann zu. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir mit dem Stempelset, jetzt will ich es euch nochmal zeigen, Wichtelweihnacht. Ihr wisst, ich finde es einfach süß, noch eine kleine Deko dran, nicht groß. Ich habe den Spruch gemacht, mit Liebe gemacht, weil du mir wichtig bist. Den kleben wir jetzt einfach hier unten drauf. Den habe ich mit dem klassischen Etikett ausgestanzt. Und dann bringen wir noch hier diesen kleinen Wichtel auf. Und zwar einfach so drüber. So, kurz festhalten. Und dann ist euer Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Adventskalender fertig. So klein wie der ist, aber der macht schon ein bisschen Arbeit. Ihr müsst das alles zuschneiden und ihr müsst das alles ja dann auch noch aufkleben und zusammenkleben. Aber ich finde, es lohnt sich und ich finde den halt echt, also ich finde die Idee einfach nur niedlich. Ich hoffe, ihr findet es auch irgendwie putzig. Ich hole jetzt mal noch mal ein paar Karten fürs Abschlussfoto raus. Wie auch immer der Beschenkte das dann rauskriegt, das ist ja dann nicht mein Problem. Warte mal, den nehmen wir mal nochmal drauf, was dann passt. So, und dann machen wir jetzt mal noch ein schönes Abschlussbild hier. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust, diesen Adventskalender irgendwie nachzubasteln. Und wenn ja, schickt mir doch gerne auch mal Fotos davon. Ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ich was von euren Werken sehe. Oder ihr postet es auf Instagram mit dem Hashtag Stempeltierchen Leipzig. Dann sehe ich das ja auch immer und ansonsten könnt ihr mir gerne das auch per Mail schicken an stempeltierchen.leipzig@gmail.com. Jetzt musste ich erstmal überlegen, wie meine Adresse ist eigentlich. Aber das wisst ihr ja. Und ja, es wird heute noch besser mit mir. Ich hoffe, wie gesagt, die Idee gefällt euch. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.